Riecht das gut, Bastian? Auf jeden Fall. Du suchst Mitarbeiter. Ich suche immer Mitarbeiter, ja. Wie immer, das Thema ist Mitarbeiter finden. Ja, ne? Also schöner Schneeball, schöne kleine Baustelle. Ja, so ist es. Also wir sind ja ein Galabaubetrieb und bauen hauptsächlich für Privatleute, bauen private Gärten und machen vor allem schöne, gut vorbereitete, kleine und auch größere Privatgärten und suchen dafür Mitarbeiter, insbesondere Leute, die solche Projekte irgendwie federführend vor Ort auf der Baustelle führen möchten und am Ende einfach schöne Gärten für nette Leute bauen wollen. Und die suchen wir ja immer, weil wir jede Menge Projekte im Kanal haben und Leute brauchen, die uns dabei helfen, das zu bauen, was wir uns überlegt haben und sich auch selber mit einbringen wollen. Meistens wird da noch vor Ort irgendwie, werden noch Entscheidungen getroffen und da kann man auch immer Einfluss irgendwie aufs Ergebnis nehmen. Sowieso, wenn man es baut, ist man derjenige, der es baut. Und da suchen wir immer Unterstützung für schönen Privatgartenbau. Der schöne Garten, Göttingen, nicht wahr? Und die Mitarbeiter sind in einem Umkreis von unterwegs? Wir haben Fahrzeiten zum Baustellen von 5 bis 35 Minuten. So. Na, also abends immer zu Hause? Ja, abends immer zu Hause, überschaubar. So gut wie keine Arbeitszeiten am Samstag, mit wenigen Ausnahmen. Also wir arbeiten 3 Samstage im Jahr. Darüber riecht hinaus. Gut, ne? Das riecht super. Flache Hierarchien, ne? So flach wie es geht, ja. Ja, natürlich. Also immer muss irgendwann mal der Chef sagen, jawohl, wir gehen in diese Richtung. Aber letztendlich hast du flache Hierarchien im Betrieb. Definitiv. Also. Ja. Nette Mitarbeiter, was für ein Altersdurchschnitt kannst du das nochmal sagen? Durchschnitt weiß ich nicht. Wir sind ein Team von. Ich glaube, der Älteste ist jetzt. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. 45? Ja. Also er ist 40 und alle anderen sind deutlich jünger. Ich habe gestaunt. Ich hatte nämlich schon mal irgendwann das Vergnügen, dass Bastian mit seiner Mannschaft zu mir kam und da waren lauter junge Leute, mittelalte Leute. Also nettes Durchschnittsalter, die einfach nur mal knorke gut drauf waren. Das hat echt Bock gemacht, mit deinen Leuten irgendwie da was zu machen. Ganz normale Typen. Also, ja, ganz normale Typen. Also, wir riechen noch weiter am Schneeball. Ihr wisst, es ist Schneeball. Wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der wunderbar mit solchen Dingen umgehen möchte, dann einfach unten in den Beitrag auf die Verlinkung klicken, anrufen, wie auch immer. Ihr findet ja immer der schöne Garten. Ganz unkompliziert Kontakt aufnehmen. Tschüss. Tschüss.